Die Belagerung von Leningrad anno 1944 oder die Seltsamkeitsvideo. Die Belagerung von Leningrad war nicht nur ein monumentales und schreckliches Kapitel im Zweiten Weltkrieg, sondern auch eine große menschliche Tragödie, die etwa 1 Million Opfer forderte. Im Juni 1941 begann die deutsche Invasion in der Sowjetunion, das Unternehmen Barbarossa. 3 gewaltige Armeekeile stießen weit in das Land vor, einer südwärts in die Ukraine, einer ostwärts Richtung Moskau und der dritte nordwärts nach Leningrad, Russlands zweitgrößter Stadt. Der deutsche Vorstoß in den ersten 5 Monaten schien der deutsche Vorstoß unaufhaltsam zu sein. Am 15. September hatte die Heeresgruppe Nord-Leningrad fast vollständig eingeschlossen, abgesehen von einer kleinen Eisenbahnlinie, die sich zum Ladogasee im Norden der Stadt schlängelte. Gelte. In Leningrad saßen 2,6 Millionen Menschen in der Falle. Es gelang den Deutschen nicht, die Stadt einzunehmen, aber am 9. November unterbrachen sie die Eisenbahnverbindung bei Tichwin. Schon vorher hatte die Bevölkerung nur noch Nahrungsmittel für 4 bis 8 Wochen gehabt, und als einer der grausamsten Winter aller Zeiten begann, verhungerten viele Einwohner der Stadt. Tichwin wurde später zurückerobert, was die Lage aber kaum verbesserte. Mahlzeiten aus Papier und Leim, etwa 30 Tonnen Proviant, gelangten im Winter über den zugefrorenen Ladogasee nach Leningrad, und im Sommer verkehrten Schiffe, aber das genügte bei weitem nicht für fast 3 Millionen Menschen. Darum verzehrten sie alles, was essbar war, einschließlich Pferden, Hunden, Katzen, Krähen und Ratten, und als selbst diese Quellen erschöpft waren, wurden Leim, Kerzen, Papier und Leder zu Nahrungsmitteln. Allein am 25. Dezember 1941 starben über 3.500 Menschen. Außerdem beschossen die Artillerie und die Luftwaffe der Deutschen die Stadt unaufhörlich. Während der Belagerung wurden mehr als 150.000 Granaten auf Leningrad abgefeuert. Als die Rote Armee die Stadt im Februar 1944 befreite, waren rund 950.000 Menschen verhungert oder getötet worden. Es war nur eine von vielen Tragödien im deutsch-sowjetischen Krieg von 1941 bis 1945. Insgesamt verlor die Sowjetunion etwa 25 Millionen Soldaten und Zivilisten.